Hallo und herzlich willkommen zu Müllerns Backwelt. Heute möchte ich mit euch einen Osterfladen machen. Dafür habe ich mir folgendes hergerichtet. Also um ehrlich zu sein, mache ich zwei Fladen, weil ich finde, das ist, so ein Fladen ist eigentlich recht klein und damit sich das lohnt, mache ich zwei. Den einen tue ich eingefrieren und der andere wird gleich aufgefuttert. Also für zwei habe ich jetzt folgendes hergerichtet. Hier habe ich 600 Gramm Weizenmehl. Hier habe ich 120 Gramm Butter und 80 Gramm Zucker. Das wird ja ein Hefeteig, also alles zusammen in eine Schüssel rein. Dann habe ich mir hergerichtet 30 Gramm Hefe. Hier habe ich 10 Gramm Salz. Dann tue ich zwei Eier rein. Und 270 Milliliter Milch. So, das wäre jetzt mein Hefeteig. Den würde ich jetzt in die Knetmaschine spannen und ihn kneten lassen. Ich habe noch, was ich noch ganz gerne mag, das ist so in so einem Fladen so ein leichter Marzipan-Geschmack. Deswegen habe ich mir hier folgendes hergerichtet. Ich habe hier 100 Gramm Rohmarzipan. Das werde ich jetzt einfach zum Teig dazu tun, lasse es unter dem Teig kneten und beim Essen hat man dann so einen leichten Marzipan-Geschmack und ich finde, das ist wirklich sehr lecker und kann ich euch nur empfehlen. Die Masse lasse ich jetzt kneten, 4 Minuten langsam und 6 Minuten schnell. Nach den 6 Minuten kommen dann meine Früchte rein, die habe ich am Vortag hergerichtet. Das sind 100 Gramm Rosinen, 50 Gramm Orangeat und 50 Gramm Zitronat. Die kann man am besten mit Rum einweichen. Den habe ich jetzt nicht hergenommen. Ich habe jetzt Rum-Aroma genommen und habe 100 Milliliter Wasser genommen. Da solltet ihr jetzt schauen, ob die Früchte das Wasser aufgesaugt haben. Wenn nicht, dann siebt die bitte vorher durch. Also das Wasser können wir dann im Teig nicht gebrauchen. Das werde ich gleich in Sieb schütten, abtropfen lassen. Und wenn mein Teig geknetet ist, dann tue ich die Früchte dazu und lasse die bei geringer Stufe noch ungefähr 1 bis 2 Minuten unterkneten. So, hier ist mein Teig. Er ist schön geknetet worden. Ich habe allerdings, als ich jetzt die Früchte reingetan habe, gesehen, dass mir doch ein bisschen zu viel Feuchtigkeit mit in den Teig gekommen ist. Er ist zu weich geworden. Also habe ich nochmal so circa 50 bis 60 Gramm Weizenmehl dazugegeben. Denn so ein Hefeteig, der sollte nicht zu weich sein, denn dann läuft er euch einfach zu breit und man kann nicht mehr richtig erkennen, dass das ein Osterfladen ist oder was es genau werden soll. Deswegen so ist es eine wirklich gute Konsistenz, aber die ist halt auch etwas schwierig zu beschreiben. Also er sollte nicht zu weich sein. Also wenn ich jetzt drauf drücke, muss ich schon mit ein bisschen Kraft aufwenden, um ihn hier durchzudrücken. Wie gesagt, ist geknetet worden. Ich werde ihn jetzt nur kurz rund machen, also wieder Spannung reinbringen. Jetzt lasse ich den 10 Minuten liegen, zugedeckt. Und dann tue ich ihn portionieren und verarbeite ihn weiter. So, mein Teig lag jetzt 10 Minuten. Jetzt werde ich mir mal anschauen, wie schwer der ist, weil ich will ja zwei machen. 1800 Gramm. Sehr schön, dann machen wir 900. Jeweils einen. So, und jetzt werde ich nochmal 10 Minuten stehen lassen, einfach dass er noch weiter entspannen kann. Die Fladen lagen jetzt wieder 10 Minuten. Man sieht deutlich, dass sie an Volumen zugelegt haben. Ich werde sie jetzt ausstoßen und gleich auf mein Backblech tun. Also ich werde sie jetzt sehr fest aufstoßen, einfach um so viel Spannung wie möglich reinzubekommen wieder. Und ich hoffe, dass ich damit verhindere, dass sie mir zu breit laufen. Also wirklich fest reindrücken. Schön rund wirken. Dann machen wir einen schönen Schluss, dass man da auch nichts sieht. So. Und dann kommt noch der zweite. Ein bisschen Mehl drauf.
Nee, der gefällt mir nicht. Ich bin mal gefragt worden, woran erkenne ich einen guten Osterfladen? Das ist eigentlich recht einfach. Wenn ihr zum Einkaufen geht, ihr seid beim Bäcker, egal ob jetzt Massenware oder kleiner Bäcker von nebenan, und ihr schaut euch den Osterfladen an und ihr seht sowas nicht. Rosinen, Orangeot, also viele tun auch noch Mandeln rein, die habe ich jetzt nicht. Ihr seht halt überhaupt keine Früchte, dann könnt ihr da sicher sein, dass da an den Früchten gespart wurde. Denn der Teig ist natürlich deutlich günstiger als jetzt die Früchte, die drin sind. Ich habe mal bei einem Großbäcker einen Osterfladen gesehen, der war richtig geil von außen. Schön hergegangen, schön aufgerissen. Dann war richtig schön Zuckerguss drüber und ich habe mir gedacht, komm, den probiere ich jetzt aus. War nicht günstig, muss ich zugeben. Und zu Hause habe ich den aufgeschnitten und ich habe wirklich, ohne zu übertreiben, so gut wie keine einzige Rosine drin gefunden. Das war nur Teig. Und wie gesagt, das günstigste an dem hier ist der Teig. Rosine und Orangeat, Zitronat, die kosten einfach deutlich mehr. Deswegen der Tipp an euch, wenn ihr das nicht seht auf einem Fladen, dann geht lieber zu einem anderen Bäcker. Es gibt auch viele, die tricksen, muss man leider auch dazu sagen. Ein Freund von mir hat bei einem gearbeitet, da habe ich mal spaßeshalber gesagt, hey, die Osterfladen, die sind ja kleiner als eure normalen, also die haben das ganze Jahr über Fladen, die sie verkaufen. Und da hat er gesagt, ja, das stimmt sogar. Da tun sie halt 10 Gramm Rosinen mehr rein, wiegen die aber weniger aus. Also bei mir hat der jetzt 900 Gramm, die wiegen zum Beispiel, der normale zum Beispiel hat 900 Gramm, da wiegen sie den Osterfladen mit 700 aus, also 200 Gramm weniger, schneiden den anders ein und dann kostet der halt auch 2 Euro mehr, weil er halt anders ausschaut. Also da wird auch gerne mal getrickst, also wenn ihr einen Bäcker habt, bei dem ihr einen Fladen schon probiert habt, dann kauft es auch bei dem weiter ein, weil das ist nicht mehr selbstverständlich. Jetzt werde ich die Fladen, jetzt ist es ein bisschen schwierig zu sagen, kommt da immer auf die Raumtemperatur an, ich schätze so 40 Minuten stehen lassen und dann werde ich den Ofen auf 200 Grad vorheizen und werde sie vor dem Backen noch einschneiden und mit Ei bepinseln. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Meine Fladen lagen jetzt, ja, knapp eine Stunde. Heute ist nicht ganz so warm, deswegen hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Jetzt werde ich sie mit Ei einstreichen. Das mit Ei einstreichen ist nicht ganz unwichtig, denn das Ei, das bräunt schneller, als wenn ich es jetzt normal backen würde, also ohne es zu bestreichen. Und dadurch nimmt man den Fladen quasi früher aus dem Ofen raus und er ist dann einfach saftiger und trocknet halt nicht so aus, wie wenn ich den jetzt quasi so lange backen würde, bis die Milch, der Zucker und so, bis die anfangen zu bräunen. Deswegen schön mit Ei einstreichen. Ich habe jetzt ein Ei genommen für die zwei, also ich denke nicht, dass ich alles gebrauchen werde. Da bleibt halt leider was über, aber wie gesagt, das Einstreichen ist schon wichtig. Gibt dem Fladen halt auch die typische Farbe, die man halt von ihm kennt. Jetzt habe ich mir noch ein Messer bereitgelegt und eine Schere, denn ich kann ihn entweder mit dem Messer einschneiden. Ich kann es so machen. Oder ich nehme die Schere und schneide mit der Schere rein. Das ist aber Geschmackssache, wie jeder mag. Dann habe ich hier, der gehört eigentlich immer drauf, Hagelzucker. Wenn ihn einer nicht mag oder sagt, hey, der Fladen ist süß genug, dann könnt ihr auch Mandeln nehmen, also gestiftelte Mandeln. Das sieht auch gut aus. Aber ich tue jetzt Zucker drauf. Den Ofen habe ich jetzt doch nur auf 180 Grad gestellt, nicht, dass es mir zu dunkel wird oben. Und jetzt tun wir es rein. So, meine Fladen waren jetzt genau 50 Minuten im Backofen bei 180 Grad und ich muss euch vorwarnen, also ich bin schwer begeistert, wie die aussehen. Ich
Schaut euch die mal an. Also richtig geil. Richtig geil. Richtig schön aufgegangen. Schön aufgerissen. Also für mich persönlich geht es nicht besser. Jetzt lasse ich die schön auskühlen und dann schauen wir mal, ob sie schön durchgebacken sind. Die Fladen sind jetzt schön ausgekühlt, die sind überhaupt nicht zusammengesackt oder sonst irgendwas. Also ich bin vom äußerlichen Aussehen immer noch schwer begeistert. Was erhoffe ich mir jetzt beim Anschneiden? Ich hoffe, dass die Früchte sich natürlich schön verteilt haben, dass sie nicht irgendwie auf einer Seite sind oder dass sie zu sehr abgesunken sind, dass sie unten am Boden liegen. Ich hoffe natürlich, dass sie richtig durchgebacken sind. Und jetzt schneiden wir einfach einen an. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den hier. Einmal schön in der Mitte durch. So. Ja, der Teig ist sehr feinporig, das ist jetzt aber nichts Schlechtes. Hier sind Rosinen, man sieht sie überall schön verteilt, hier sieht man auch ein bisschen Orangensaft oder Zitronat. Also ich denke, die Früchte haben sich schon schön verteilt. Er ist durchgebacken, er ist noch leicht feucht, also nicht zu trocken. Ich finde, er sieht super aus. Zu Ostern perfekt. Falls euch mein Video gefallen hat zu den Osterfladen, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, euer Milan.